Ja, hui, da war er ja eine ganze Weile weg. Was war denn da los? Was geht ab? Wie geht's weiter? Ihr sollt's erfahren. In 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich war ein ganzes Weilchen weg und es hat sich eine ganze Menge getan. Meine Fresse, ich habe gestern das erste Mal Satisfactory seit 3 Monaten gestartet. Und Update 4 ist mittlerweile da und das Schönste, was mir auffällt, ist, die Sichtweite wurde erweitert. Seht ihr das? Wir können Gordon sehen. Gordon ist da hinten und nicht nur eine weiße, ekelhafte Fläche. Nein, er steht da und bewacht Hell's Gate. Und wir können ihn von überall aus sehen. Ich bin schon ein ganzes Stückchen weiter weggelaufen und war da hinten, Moment, bei meinen Pumpen sage ich schon, bei meinen Minern. Und selbst von da aus war er noch schön in Farbe sichtbar. Mir kommt es ein bisschen so vor, als wenn das Laden der Dings hier, die Texturen im Nahbereich ein bisschen zurückgefahren wurde im Gegenzug. Ne? Sprich, dass die High-Res-Texturen sich erst ein bisschen später aufbauen. Aber ich glaube, damit kann ich leben. Dafür sehe ich Gordon die ganze Zeit. Und meine ganzen anderen Bauten. Also es ist, was das angeht, was Sichtbarkeit angeht, wesentlich schöner geworden. Ich habe jetzt eine ganze Weile Valheim gespielt, während ich nicht bei euch war und euch Videos gemacht habe. Und versucht habe, ja, mir die Zeit irgendwie zu vertreiben. Und bin zurück zu Satisfactory gekommen und habe gedacht, boah, ist das schön! Ist das schön! Valheim ist einfach keine Grafikbombe. Es hat seinen eigenen Stil, das ist irgendwie cool, aber es ist nicht Satisfactory. Bei weitem nicht. So, wir haben noch ein bisschen was vor. Wir waren gerade dabei, da hinten die modularen Motoren oder wie sie hießen zu bauen. Und dafür brauchen wir noch Statoren. Damit machen wir auch gleich weiter. Aber erstmal werfen wir einen Blick in die Man. Denn hier haben wir noch eine ganze Menge, was wir erforschen müssen. Moment. Das müssten wir eigentlich auch erforschen. Warum habe ich denn das nicht? Na egal. Katerium. Da gibt es. Wollte ich hiervon was haben? Ja, hiervon wollte ich was haben, nämlich die Highspeed-Anschlüsse. Ne, und was für ein Zufall. Ich habe die ganzen Sachen schon im Inventar. Wer hätte das erwartet? Ich bin zur Abwechslung mal nicht ganz scheiße vorbereitet. So, damit haben wir die hier abgeschlossen. Und, die Supercomputer. Das, wo immer alle meinen, oh, da brauchen wir 10 Milliarden von. Ich baue eine Riesenfabrik, damit ich Unmengen davon habe. Ich weiß nicht warum. Ich werde es wahrscheinlich noch herausfinden. Aber zumindest kann ich die jetzt erstmal erforschen. Ne? Highspeed-Anschlüsse, was brauchen die? Mehr Plastik sehe ich vor allem. Oh, Plastik ist noch so ein Problem. So, aber dann haben wir noch den Radarturm. Den müssten wir irgendwo noch finden. Den Scheiß brauchen wir nicht. Hier, das wollte ich auf jeden Fall erforschen. Nährstoffmischung. Was kommt da am Ende raus? Butschutsch. Nährstoffinhalator, den hatte ich doch schon. Warum ist der wieder weg? Ich habe da schon etliche von hergestellt gehabt. Ist das etwa eine Änderung aus dem Update? Da brauche ich direkt erstmal ein erfrischendes Heißgetränk. Habe ich nicht genug Bären da. Was ist denn das für ein Scheiß? Naja, gut. Na gut, so, dann wollte ich den netten kleinen Radarturm haben. Putz, putz, putz. Dass ich den auch endlich mal bauen kann. Wie gut ist das? Dann haben wir hier Signalsuche. Da könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare hauen, was ich damit anfangen kann. Ich vermute Festplatten oder sowas auf der Karte markieren oder so. Den will ich bei Zeiten auch noch haben, aber erstmal will ich. Was war das? Genau. Eine Sache aus dem aktuellen Update, nämlich die Kabelrutsche. Die dauert ein bisschen länger, weswegen ich das jetzt hier auch zuletzt mache. Und was haben wir hier noch? Netzschalter, da habe ich auch noch Bock drauf. Ne, ich habe tatsächlich mir vorgenommen, dass ich ein separates Stromnetz nochmal aufbauen will mit den neuen. Na, oh, cool. Mit den neuen Energiespeichern. Ne? Damit will ich vor allem die Pumpen, seien es Ölpumpen, Wasserpumpen oder so, einmal separat versorgen. Ganz einfach,
falls wirklich mal Strom aus ist, wie es übrigens gerade ist. Da kommen wir aber auch später noch zu. Damit die wieder anlaufen können, ohne dass ich da in Schwierigkeiten komme, von wegen Versorgung von Kraftwerken und so weiter und so fort. So, womit wir beim Punkt wären: Strom. Update 4 gestartet. Ihr wisst, wie es ist. Ab jetzt laufen Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, sage ich schon, Treibstoffgeneratoren und sowas immer auf Volllast. Was grundsätzlich kein Problem ist. Mein Bild ist ja so konzipiert, dass das grundsätzlich laufen sollte. Das tut es jetzt aber nicht. Ich brauche mal hier so ein Kabel-Strompylon da mal an. So, da ist mir Folgendes aufgefallen, nachdem ich es kurz gestartet hatte. Ist ja alles, wir hauen das mal einmal an. So, wir haben hier maximalen Powerkonsum von 7651. Aktuellen Konsum von hier war es ein bisschen über 282 und eine Produktion von 5250. So, nun habe ich gestern schon mal eine Stunde den Rundgang gemacht, um mir einmal alles nochmal anzugucken, ob das halbwegs läuft. Und nach etwa einer Stunde ist das Ganze abgeschmiert. Das ganze Stromnetz war ja alles weg. So, und da war diese maximale Spitze drin. Max Consumption. Ich denke mal, das Cons steht für Consumption. Meine Fresse, wo kommt das her? Ich konnte es mir erstmal überhaupt nicht erklären, aber ich habe mittlerweile eine Vermutung. Nämlich die Computerfabrik. Die wird noch sehr unzuverlässig mit Plastik versorgt. Und ich glaube, die ist da einfach einmal angesprungen und haut dann so eine massive Spritze daraus, sodass ich hier mein, 5250 natürlich überhaupt nicht hinterher komme. Entschuldigt. Oh, schön in die Armbeuge, ne? Corona ist immer noch ein Thema. Ich bin übrigens schon geimpft, ne? Daher gleich mal mein Aufruf. Wenn ihr könnt, lasst euch impfen. Ich habe BioNTech bekommen, war überhaupt kein Problem tatsächlich. Ne? Bei der Zweitimpfung treten wohl ein paar unschöne Symptome auf. Aber nach der ersten ging es mir Bommel. Und ich habe jetzt schon weit niedrigeres Infektionsrisiko und Ansteckungsrisiko und was nicht alles. Und schwerer Verlauf quasi schon ausgeschlossen. Geiler Scheiß. Ey, ich kann bald wieder normal leben. Mehr oder minder. So. Okay, also das erste Tagesaufgabe wird hier hinten den Scheiß fertig bauen. Zweite Tagesaufgabe wird für Strom sorgen. Das ist nicht das Problem. Ich habe bei den Treibstoffgeneratoren ordentlich Puffertanks hingebaut, sodass da ordentlich Treibstoff vorrätig ist und ich die Stromproduktion einfach noch massiv aufstocken kann. Wie viel kriege ich eigentlich mit einem Treibstoffgenerator? 150 Watt. Ob so massiv, sei mal dahingestellt. Aber ich muss eh mehr Treibstoff abnehmen, damit ich mehr Plastik produzieren kann. Ne? Ganz wichtig. So, nun sind wir aber hier. Hier ist soweit schon mal alles vorbereitet. Wir brauchen eigentlich nur noch die Statoren. Das trifft sich ganz gut, denn mit den neuen Energiespeichern brauchen wir jetzt, glaube ich, als erstes Gebäude Statoren für den Bau. Und ich habe die vorher nie irgendwie ins Lager abgeführt, sodass wir die Gelegenheit gleich nutzen und dann ein bisschen Überproduktion schaffen. Und dann einmal gleich einen Lagerplatz anlegen, beziehungsweise den habe ich schon angelegt, in weiser Voraussicht. Und wir fangen dann jetzt erstmal an. Wir brauchen dafür Rotoren, Statoren. Ich habe den hier nochmal hingestellt, ich will nicht mehr rüberrennen, denn ich kenne mich. Und wir brauchen jetzt nur noch die Statoren. Dafür brauchen wir ein paar Stahlrohre, um genau zu sein. Nee, 15 pro Minute brauchen wir. Doch, wir wollen ja voll produzieren. 15 pro Minute. Das heißt, wir brauchen hier volle Lotte. Moment, gar nicht. Doch, wir brauchen nur 15 pro Minute. Das ist gut. Dann Zielproduktion ist dann 15. Oh, ich muss mir das mit dem Numpad, da muss ich echt drauf aufpassen. Ah, Forschung ist fertig, sehr schön. So, das ist ziemlich genau ein Viertel. Das heißt, wir brauchen auch nur ein Viertel der Stahlbarren. Das sind ein Viertel von 30. Um die 20? 22, 23? Könnte hinkommen, ne? Ich brauche mal einen Taschenrechner. Moment. Äh.
30 mal 3 durch 4 sind 22,5. Da habe ich mich mal wieder weggemacht. Wir brauchen 22,5 Stahlbarren also. Okay, damit können wir arbeiten. Dann gucken wir mal, wo wir das herholen. Ich habe vorhin gesehen, ich kann hier, glaube ich, Kohle und Eisen ran, oder? Wenn das so wäre, wäre das genial. Würde ich das hier nämlich einfach von dem Band runternehmen und würde mich da einfach freuen. Nee, Gummi und Eisen. Na gut, das Eisen können wir ein bisschen... Obwohl, wir haben hier, glaube ich... mal schauen. Kohle haben wir hier unten auf jeden Fall auf dem Band. Das ist überhaupt kein Problem. Das sollte also was werden. Wir fangen erstmal mit einem grundlegenden Aufbau an. Und dafür bauen wir erstmal hier Produktion. Ich habe einmal nach der Aufnahme geguckt. Tut mir leid. Erstmal brauchen wir das hier gar nicht. Eine Gießerei brauchen wir erstmal. Ich versuche ein bisschen Platz zu lassen. Ist ja immer ganz schön, ne? Boah, also mir ist aufgefallen, als ich gestern das erste Mal angehabt habe. Ich bin voll raus in Sachen Steuerung. Alter! Lieg ich daneben. Mit allem, was ich tue. Ih, die ist ja ekelhaft länger. War das schon immer so? Wurde die neu gemacht? Nobody knows the trouble I've seen. Wir machen mal einmal. So, sammeln wir ganze Wild und holen uns jetzt hierzu noch einen Konstruktor. Der kann relativ knapp dahinter eigentlich angesiedelt werden. Das ist ja überhaupt kein Ding. Boah, ich muss mich echt mit den Dings wieder einfrickeln. Das ist ganz ekelhaft. So, du schickst das da rüber. Du machst bitte Stahlbarren. 45 Erz, 45 Kohle. Das kriegen wir irgendwie hin. Wenn nicht, übertakten wir noch irgendeinen Miner, falls ich da noch genug habe. Hehe. Gut, 45 stellst du her und du machst dann Stahlrohre, 20 pro Minute, die wir nicht brauchen. Wir brauchen, was hatte ich ausgerechnet? 22,5 mit Sicherheit nicht. 15. Dann gehen wir hier nämlich auch einmal runter. Zielproduktion stellen wir auf 15. So. Und da brauchen wir 22,5, die er hier ausspuckt. Machen wir mal 23 fürs gute Gewissen. Ach komm. So. 51,11111111 Periode. Oh, schöne Periodenzahl. Geil. So. Dann haben wir hier 23. Leichte Überproduktion, die sich nicht weiter bemerkbar machen sollte. Ah, Heißgetränke. Der Shit. Der Shit. So, die beiden können weg. Dann haben wir dafür schon mal gesorgt. Dann brauchen wir noch ein bisschen Draht. Draht, Draht, Draht. 40 pro Minute, um genau zu sein. Okay. Sorgen wir hier aber erstmal für den Abtransport. Was haltet ihr davon? Da brauchen wir hier. Der Logistik waren die, glaube ich. Ja. Ein intelligenten Splitter. Warum intelligent? Weil ich den Überschuss abführen möchte, wie ihr wisst. So, das heißt, der kommt hier hin. So, dann werden wir nämlich nach links den Überschuss abgeben. Und nach rechts die Stahlrohre. Ach komm. Bevor ich da fertig bin. So. Und dann können wir die nämlich hier hinten über den kleinen Versorgungstunnel direkt in die Lagerhalle irgendwie spülen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Aber eigentlich müsste ich das direkt beim Stahl mit einlagern können. Dann sollte das in Ordnung sein. So. Du kommst jetzt mal weg. Boop. Und... ich lasse ihn noch kurz stehen. So. Für Draht brauchen wir eigentlich auch nicht viel. Wie viel brauchen wir denn für 40 Draht? Das könnte schon wieder interessant werden. Draht. 30 pro Minute kotzt der aus. Dann machen wir 2 mit 20, wa? Ja.
Wir machen 22. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Konstruktor. Bis hierhin wollte ich bauen. Dann kriegen wir hier ganz Suche 2 nebeneinander. Und haben sogar noch ein bisschen Platz dazwischen. Das wäre der Wahnsinn. So, 1, 2. Ihr macht Draht. Aber nur 20. Und du machst auch 20. Ich muss mich echt bemühen, nicht das Numpad zu nehmen, weil ich sonst die Szene ende. Das ist ganz ekelhaft. Egal. So, dann haben wir 40. Und damit genug. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Schmelzen. Produktion. Schmelzofen. Ich befürchte fast... 2. Kupferbarren. 30. Oh, wir brauchen doch nur eine. Das ist ja der Wahnsinn. Er ist ja easy peasy. Ja, denn. Einfach nur ein Splitter ran. Zack. Darin. Darin. Und. Zack. Daran. Dann haben wir die schon fertig. Der muss ja nicht mal voll laufen. Was ist hier los? So. Nee. Das sinkt ja auch noch. Boah, da müssen wir gucken, wenn das Ding mal läuft. Aber das wird ja heute nicht geschehen, weil wir heute ja das nette kleine Problem haben, dass alles doof ist. So, dann können wir das eigentlich alles über ein Band einschieben, aber wir bauen einfach 2. Das ist ja am Ende kein Problem. Einmal einen Fusionator hier hinter packen. Steht mittig, sehr schön. So. Aber mit einer sauberen Kurve. Schön. So, daran. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Dann können wir hier in die Mitte den Fabrikator ballern. Wie ordne ich das an? Nobody knows. So. Okay, okay. Machen wir so. Führt geradezu. Gleich weit auseinander, das ist herrlich. Hä? Ne, das ist ja Blödsinn. Ah, falsch gebaut. Okay, 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 okay. Ich mache weiter, wo ich aufgehört habe, ne? Immer ein bisschen verwirrt. Förderer und Fusionator. Hier auf die Mitte mit Ausgang nach hier. Daran, daran und dann hier raus. Da drin. Das gleiche machen wir hier. Na, ein rüber. Und dann löppt das auch. Und wir können hier statt Toren herstellen. 40, 15, kein Problem. Wir kontrollieren nochmal. 15 pro Minute Zielproduktion und 2x 20 pro Minute Zielproduktion. Perfekt, das war ja mehr als easy eigentlich. Oh, ich glaube, das wird eng. Wir gehen hier mal noch einen rüber. Ne? Moment. Wende. Mach mal bitte einmal hier, genau. So, so und zack, zack. Und zack, zack. Und dann gehen wir hier aber nur rum. So. Ganz easy peasy. Zack, zack, zack. So, der hat sich in der letzten Sekunde noch umgedreht. Ah, wie ich das hasse. Wie die Pest. Ich drehe mich mal zurecht, wie ich gerade lustig bin. Am Arsch, ey. Was soll denn die Kacke? So, und dann sind wir bis hier mit der Fabrik. Das war ja jetzt nicht so hochgradig problematisch. Können wir hier einen Wieglang bauen? Können wir eigentlich einen Wieglang bauen, ne? Bauen wir mal ein Tor ein. Oh, wieder so ein doppeltes.
Obwohl, nee, einfaches reicht. Einfaches reicht. Wir wollen hier nicht übertreiben. Wir könnten das Ganze noch ein bisschen schick machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier in der Folge mache, weil wir echt viel auf dem Zettel haben und ich ein bisschen vorankommen möchte. Aber wir schauen mal. So. Oh Gott, wenn das alles ins Netz geht, brauche ich ja noch wieder mehr Strom. Ich kotze. Das wird eine Menge Treibstoffgenerator, was ich da noch reinflanschen muss. 10, 20 Stück. Ich habe so meine Vermutung, dass es mit dem Treibstoff am Ende eng wird. Aber gut. So. Jetzt muss das Ganze hier hinten hin. Halt, nein, ich brauche noch einen intelligenten Splitter. Hm, machen wir hier hin. Machen wir erstmal so einen Doppelausgang. Machen wir einmal so. Denn der eine muss hier rüberlaufen und geht da dran. Und lass mal das drinnen entlaufen. Nee, ich will außen ein paar Bänder sehen. Oder? Oder? Ich weiß, wie wir das machen. Wir machen hier einen einzelnen. Dann machen wir hier sauber einen gegenüber. Das wäre also hier. Zack. Na, falsch. Scheiße. Zack. Und dann hauen wir hier nämlich den Überschuss, den wir an Statoren haben, ran. So. Wie legen wir das hier lang? Erstmal Logistik und intelligenter Splitter, der das Ganze von hier bekommt. Wir machen mal so. Passt das mit dem Ausgang? Sollte passen. Ich schau mal. So, dann kommt nämlich hier hinter der kleine Lift rein. Der das einmal hier hochkotzt und auch einmal hier hochkotzt. Nach links. Komm mal klar. Linker Ausgang wäre in die Statoren. Und mittlerer Ausgang wird der Überschuss. Oh, ich glaube, das kreuzt aber auch neu, oder? Ich bin mir nicht sicher. So, jetzt sollte das daneben liegen und das daneben liegen. Jetzt haben wir hier die Wandhalterung. Guck mal, ja, knapp darüber, ne? So müsste passen. Läuft sauber, sehr schön. Dann haben wir hier einmal so einen kleinen Knick. Und dann machen wir uns nochmal so eine Wandhalterung. Und die klatschen wir hier. Und es läuft schön sauber geradeaus. Sehr schön. Ah, wie ein Länderspiel hier. Oh, ist sogar lang genug. Oh, haben die die Bandlänge erhöht? Alter. Konnte man die früher so lang bauen? Bin mir gar nicht so richtig sicher, ne? Na gut. Nehmen wir mal so hin. So. Jetzt müssen wir hier ein ganzes Ende hoch. Oh, ich glaube, das nervt mich schon wieder, weil das höher ist als das. Und das sieht irre scheiße aus, wenn man das jetzt hier so hoch macht. Wir machen das anders. Eins, zwei. Na, bis oben müssen wir da. Das ist wieder schwer zu sehen, ne? Gucken wir mal. Das war es schon mal nicht. Bisschen weniger. So ist gut. Oder? Sieht gerade aus. Ja, sieht gerade aus. Passt schon. So. Damit ist die Anlage tatsächlich theoretisch fertig. Wir brauchen 5 Motoren. Wir brauchen nur 2 Motoren. Ja, ich habe ihn noch runtergetaktet. Der kriegt damit genug, ne? Also der nimmt 4 ab nachher.
Ne, wir brauchen davon 40%. 40% von 2 ist, von 10 ist 4. Und dann sollte das passen. Feini. Klatschen wir da ein Dach drauf. Und dann ist das soweit in Ordnung. Ja, haben wir da. Zack, 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 zack. Ach nee, wir müssen noch irgendwie Rohstoffe zuführen. Ha! Hälfte vergessen. Super, Markus. Das war wieder mal eine Glanzleistung. Intellektuell. Oh. Ja, das müssen wir natürlich auch noch wegreißen. Zack. Und dann machen wir hier strikt rüber. Ah, es klappt also noch halbwegs. So. Ja. Ich habe so lange kein Satisfactory mit mir gespielt. Ich hätte gedacht, mir hat es gar nicht so sehr gefehlt, aber doch. Boah, bitte. Ich bin schon wieder ein bisschen geil drauf, ne? Ich bin jetzt schon wieder ganz fickelig und könnte schon wieder einen halben Tag spielen. Das ist nicht so gut. Oh, läuft schon wieder ein Weilchen länger. Mal sehen, wie schnell das Ding jetzt ist mit dem Autosave. Ich habe eine neue CPU. Woo, mein Rechner wird nicht mehr so heiß. Das ist eine feine... Das geht relativ fix. Ne? Es werkelt jetzt ein Ryzen 5900X in meinem Rechnerchen. Und, ja, ist ein schönes Gerät. Ich bin gespannt, wie der sich beim Rendern schlägt. Ne? Ich habe ja sonst bei 1080p immer so in Echtzeit gerendert. Das sollte jetzt etwas fixer gehen. So, jetzt aber erstmal, wo holen wir die Rohstoffe her? Daher schon mal nicht, wahrscheinlich am ehesten. Können wir hier noch, nee, können wir auch nicht sauber ran, ne? Ganz unschön. Also ich würde Kohle und Eisen gerne von hier holen. Und Kupfer brauchen wir... Ach, ficken. Scheiße, noch eins. Mann, ey. Immer der gleiche Mist. Und hier muss irgendwie noch was drunter. Das sieht ja schrecklich aus. Und hier kommt nochmal ein Anbau ran. Ja, der das Ganze ein bisschen verkleidet. Weil gibt ja nichts Schlimmeres als schwebende Gebäude. Das finde ich ästhetisch einfach so massiv hässlich, dass da was getan werden muss. So. Von hier würde ich es, von der Seite würde ich es ungern holen, weil hier ist diese Förderbrücke rüber, die ich eigentlich auch nochmal schick machen müsste. Ja, so schön ist eigentlich anders. Aber gut, nimm es, was du kriegst. Da überlegen wir uns nochmal was. Auf jeden Fall kommt da nochmal ein Förderband dran. Über die Hypertube dann. Ja. Wird auch immer breiter. Dann müssen wir das wahrscheinlich... Das wäre so. Da holen wir es dann rüber. Das heißt, wir brauchen... Na! Gehen wir hier auf den Zünder. Drei Eingänge. Für Kupfer, Kohle und... Na, wie heißt es? Kupfer, Kohle und Eisen. Die dann hier rüber wandern. Sup, sup, sup. So, dann, das ist natürlich unschön, dass das jetzt genau da liegt. Aber das hängt wahrscheinlich, ja, damit zusammen. Nun gut. Nix, was sich nicht irgendwie schick verkaufen ließe. Ich brauche dann also... wie macht man das? Ich glaube, ich mache das tatsächlich mit so einem Gang hier lang. Dafür machen wir erstmal Fundamente. Zack, zack. Nee, so nicht. Einer drüber. Danke. Oh, ich habe das Handy wieder nicht leise gemacht. Alter Schlaufuchs Müller. So, das heißt, hier gehen dann... Ich kann ja alle lang ziehen, oder? Nee, das finde ich kacke. Finde ich so erstmal scheiße. Ich ziehe an der Wand lang. Das heißt, da brauche ich dann aber auch so einen blöden Dings, weil da so viel kommt. Wisst ihr, was echt fehlen würde? Ich fände hier solche Teile,
mehrfach aneinandergereiht, fände ich geil. Ne, so, dass man da einfach drei Förderbänder in der Luft hängen machen kann. Das wäre total cool. Aber das wird mir wohl nicht mehr erfüllt werden. Ne, ich glaube, ich bin auch der Einzige, der sowas haben will. Naja. So, in jedem Fall, wir müssen ein Stockwerk hoch. Brut. Also dahin. Gleiches gilt hier. Und dann. Was mit dem? Ein so. Bis hier rüber. Wo ich glaube, ich ziehe das einfach einmal komplett durch. Egal, ob ich es brauche oder nicht. Weil sonst sieht es einfach beschissen aus. So, dann kommen da die Wände ran. Und auch nur, naja, egal. Wir ziehen das erstmal durch. Ich will löschen, aber ehrlich nicht mehr. So, dann kann die hier erstmal weg. Die muss auch nochmal weg, weil wir leider nochmal hochhopsen müssen. Und dann kommt da ein Ausgang und hier ein Ausgang. Hier ein doppelter und hier hinten ein einfacher. Schwupp, schwupp, schwupp. Weil wir es können. So. Komme ich natürlich nicht ohne. Ja, wer hätte das gedacht? Na komm. Ey. Codex-Einträge sind auch neu, oder? Kannte ich so noch nicht. So, und dann haben wir immer noch ein Problem. Denn das sieht scheiße aus. Das geht gar nicht. Das geht mal überhaupt gar nicht. Also tricksen wir wieder ein bisschen rum. Oh, wie war denn das nochmal? Kriegt das noch geschissen? Das muss weg. Dann. Und. Hier ganz rüber. Dann müssen wir hier. Ja, Arschlecken. Eins zu weit. Ach, fick dich! So. Nicht bis hier, sondern bis hier. Dann können wir sauber hier ran. Das gleiche hier noch. Allerdings mit einem Doppelknick. Natürlich ein zu kurz. Leck mich doch. Obwohl, eigentlich ist es egal. Wir können auch gleich Zoom machen. Wie komme ich hier sauber hin? Das haben sie auch geändert, oder? Die sind sonst schneller gelaufen in der Vorschau. Egal. So, dann haben wir das soweit fertig. Du musst hier einmal flugs um die Ecke. So, reißen wir hier überall die Füße weg. Weil das sonst doof aussieht. Und dann, ich hoffe, das geht noch. Ne, natürlich nicht. Ich hätte das denn sonst immer gemacht. Oh, Moment. Wir probieren mal was anderes. Logistik, so. Hier hin. Du hier hin. Und du hier hin. Förderbänder weg. Ey. Und dann die... Ah, guck mal. So sieht ein Schuh aus. Ach, da ist noch eins. So. So, so. So. Ach, scheiße. Eins vergessen, wa? Nö, passt doch.
Ja, natürlich sollte man. Dann gucken wir nochmal. So. So. Und so. Tada! Dann können wir die nachher wegreißen. Oder müssen wir vielleicht auch irgendwie. Wir gucken uns das nachher von unten an. So, dann gehen wir hier ran. Und machen das gleiche hier noch einmal. Zack, wir holen die dazu. Die haben wir dann drunter. Wir müssen nur das eine einmal wegreißen. So, dass es sauber dran ist. Förderhand wieder weg. Wieder hin. Sauber rangehen. Und fertig ist die Laube. Das weg. Die da unten wegreißen. Wand dran. Und dann müssten wir, tada, die hier wegreißen können. Na. Du musst weg. Und du musst weg. Und hau noch einen rein. Irgendwo muss noch einer sein. Hier. Du musst weg. Und du musst weg. Dann laufen die schön sauber auf dem Fundament entlang. Und das ist erstmal so schicki. So. Damit ist hier alles soweit fertig. Fehlt nur noch der Ressourcennachschub. So, wir haben hier auf den Bändern. Da läuft gar nichts. Was sollte das denn sein? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Eisen. Wieso ist Kohle da und Eisen weg? Das finde ich seltsam. Das finde ich äußerst seltsam. Wie kann denn Eisen weiter verbraucht werden? Hier liegt noch was drauf. Hier liegt noch was drauf. Ach, weil ich hier Container habe. Die das natürlich voll aufnehmen. Ja gut, okay. Damit können wir trotzdem arbeiten. Guti. So, jetzt brauchen wir hier so einen... Oder haben wir hier ja schon einen dreifachen Ausgang. Und brauchen jetzt hier entsprechend Abgänge. Logistik, Förderbandsplitter. Das wird auf jeden Fall im Leben nichts. Die ersten beiden sind Eisen und... Nee, da passt doch hier kein. Wollte ich doch meinen. Das wird ja nichts. Müssen wir wieder außen rumführen. Nochmal so. Und nochmal so. Obwohl, Moment. Wenn ich hier rangehe. Haha, am Arsch. Es funktioniert. Sehr schön. Muss nur noch was ankommen. Aber das werden wir gleich sehen bei der Kohle, ob das funktioniert. So, wo liegt denn hier die Kohle drauf? Das müsste das da sein. Ja, das ist dies da. Das heißt, wir machen mal Förderblatt Splitter. Das ist sogar fast die richtige Höhe, ist ja Wahnsinn. Dann gehst du. Nicht genug Freiraum. Achso, der passt und der nicht. Wollte mich rollen oder was? Das ist ja wohl ein Scherz. Also, warum passt der ein. Ah, weil dann der Splitter im Weg ist. Okay, 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 okay. Ich verstehe, ich verstehe. Geht das?
Das ginge. Okay. Wie lösen wir das denn? Machen wir nochmal einen Vorbau, weil das wird ja irre hässlich. Das will ja keiner sehen, wenn das steht. Ich glaube, ich mache hier ein Türmchen rum. Bauen hier ein Türmchen rum, beziehungsweise ziehen das Gebäude ein bisschen weiter rüber. Und lassen das dann einfach hier in Aussprung. Quasi ab hier. Das kommt weg, weil es hässlich ist wie die Nacht. Das kommt auch erstmal weg. Und dann gucken wir doch mal einfach. Ich meine, das ist gar nicht schlecht, weil, also ein ziemlich einfaches Weil, ne? Einfach nur viereckig, sieht irre langweilig aus. Wir haben hier dann gleich ein bisschen was vor, das ist auch gar nicht verkehrt. Das kommt weg. So. Dann reißen wir das alles einmal ab. Und das eigentlich auch. Das soll ja alles ein bisschen nach hier wandern. Bis. Oder wir könnten da bis in die Wand reinbauen. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, das finde ich gut. Das lassen wir trotzdem ein bisschen offen. Kann man das jetzt? Oh, das kann man jetzt. Wie geil! Wie gut ist das denn? Das gefällt mir. Endlich kann man hier so bauen, dass das offen ist und dann eine Dings dran ist. Ein Absperrgitter. Das ist neu. Das haben sie geändert, die Kollision. Das ist richtig gut. Das ist genau mein Ding. Selbst das geht. Schön, schön. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das wird jetzt einmal dicht gemacht. Weil lasse ich das unten vielleicht sogar offen. Ich glaube, ich lasse es unten offen. So. Dann gehen wir hier einmal gegen. Zip, zip. Und brauchen hier dann nochmal ein paar Fundamente lang. Wir machen das hier einfach komplett nach drüben dicht. Dann ziehen wir uns hier auch so ein schönes Gelände lang. Wie komme ich da hinten hin? Ja, da komme ich hin. Den Strom können wir auch gleich ordentlich legen. Dieses Ungetüm hier kommt auch weg. Ach komm schon. So, das brauchen wir auch nicht mehr und das auch nicht mehr. Was ist das denn? Warum habe ich denn sowas gebaut? Absolut hässlich. Wir gehen mal einmal nach unten. Soweit eigentlich ganz cool. Ja, das ist nicht cool, das ist einfach nur bad. Wir gehen hier weiter rüber. Und dann hauen wir von unten einfach die Dinger hier rein. Zack. 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 Ja, da hinten noch ein bisschen dicht. Damit das nicht so verloren aussieht. Zack, zack, zack. Echt jetzt? Hier ist so ein fucking Eisenklumpen. Wie verschenkt man Zeit? So, Handy, du sollst die Klappe halten. Nee, du sollst hier filmen und keinen unnötigen Lärm machen. Ich bin schon wieder in meinen Stuhl zusammengerutscht. Seht ihr das? Ah. Zap, zarab. Weg den Scheiß. Und dann kommen wir hier ganz sauber rüber. So ungefähr. Halt die Fresse jetzt! Ruhe! Ich kann es jetzt auch nicht easy auf lautlos stellen. Scheiß. Und hier machen wir dann das gleiche irgendwann. Eventuell. Nee, hier machen wir glaube ich eine richtige Wand. Egal, jetzt kommen wir erstmal hier hoch. Hep. Und dann
kicken wir mal. Wir müssten ja hier trotzdem einen kleinen Knick drin haben. Bis wohin geht das? Ja, haben wir trotzdem. Schön. Schön, schön. So, und hier der Ausgang ist trotzdem ganz cool. So. Und genau, hier wollte ich ja jetzt diese schicken Türen lang haben. Sieht man da das Ende noch? Ja, geil. Zack, Balkonien. Ach ne, doch, ist da. Sehr schön. Dann Organisation. Nein, keine Leiter. Treppe. Echt jetzt? Na gut. Nur von einem haben sie die Kollision offensichtlich geändert. Schade. Radarturm, da ist er ja. Oh, der ist schön groß. Das ist ein richtig schönes Deko-Element. Aber das war's für ein andermal. So, dann haben wir das. Und jetzt können wir die hier anspatzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir hier schön den Blick drüber. Das gefällt mir. Ja, die Tür da oben können wir nochmal bauen. Dich brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Aber den ganzen Kram müssen wir hier irgendwie reinholen. So, das ist ja erstmal immer schön übereinander. Also machen wir das mit den hier, weil es besser geht. So, drei. Es kommt aber noch eine vierte dazu. Machen wir doch Zweier. Wir kriegen das schon hingeholt. So, 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Die Hypertube werden wir da schön in die Mitte. Guck mal hier. Logistik. Und dann haben wir hier, wo ist er denn? Quatsch. Transport ist es, ne? Ja. Hypertube-Wanddurchführung und die klatschen wir einfach dahin. Eisekalt. Kennen wir nix. So, dann müsste das hier nochmal genauso. Brut. Druff und Druff. Dann gehst du nach da. Du nach da. Du nach da und du nach da. Dann haben wir hier. Können wir hier zweimal Dings reinklatschen. Ne, also. Hier kommen Eisen und Kohle und hier hinten machen wir dann Kupfer. Ja, das würde mit dem Lift hier rüber hieven. Und dann sollte das eigentlich passen. Wir arbeiten hier ein bisschen mit Fenster. Das Ganze ein bisschen optisch mit Abwechslung zu versehen. Habt ihr das gemerkt? Da habe ich richtig. Ja, hat es in meinem Kopf hat es ratter, 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 ratter gemacht und ich bin nicht aufs Wort gekommen. Nee, ums Verrecken nicht. So. Feini. So, Katerium. Du kommst hier hin. Oh shit. Da wird es dann problematisch. Moment, Katerium. Was ist da jetzt passiert? Achso, ich habe jetzt erstmal abgegradet. Auch schön. Du kommst dahin. Dann haben wir Kohle. Ja, können wir auch gleich einmal upgraden. Kohle kommt hier nach oben. Dann müsste da Eisen liegen. Was ist hier los? Geht doch. Und ganz oben haben wir am Ende Kupfer. Ja, Moment, das passt ja auch wieder nicht. Ah, ich sehe schon, ich muss hier eine richtige Brücke bauen. Ficken. Denn du müsstest ja eigentlich nach hier. Und dann laufen die schön durcheinander. Scheiße, noch eins.
Okay, machen wir es doch anders. Das weg, das weg, das weg. Alles nochmal weg. Alles auf Anfang. Dann machen wir doch. So. Mein kleines bisschen mehr Platz. Hier haben wir einmal Blödsinn gemacht. Das soll so. So, und dann sollte das besser funktionieren. Schwefel kommt hier hin. Kohle kommt nicht so rum. Komm. Geht da auf die andere Seite. Ach, komm schon. Leck mich doch. Leck mich mehr. Oh, draußen fängt es gerade ein bisschen an zu stürmen. Bin ich froh, dass ich da nicht bin. Ne, ich bin immer noch gerne bei mir in meiner Bude. Mach meinen Scheiß alleine. So, so, so. So. Und so. Und jetzt sollte das mit dem Baum noch besser gehen. Du dahin. Du dahin. Und der, der noch irgendwann nochmal drauf kommt, kriegen wir das dahin gebastelt? Das wäre der Wahnsinn. Hätten wir das auf jeden Fall schon mal. Hier die Stapelbahn. Ja, wie gut. Und du kommst dann am Ende dahin. Denn wir brauchen hier noch Kupfer. So. Dann können wir die Tube auch schon mal bauen. Ich werde das wahrscheinlich irgendwann nochmal komplett umbauen, aber erstmal ist das so in Ordnung. Bauen wir da oben hin. Zack. Nee, so mit Sicherheit nicht. Ja, ich baue eine zweite Tube-Halterung. Und baue das erst einmal darüber. Damit du mir hier keinen Scheiß machst. So. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob der Sound vom Spiel laut genug ist für euch. Aber okay. Wird schon passen. Ich höre ihn nämlich gar nicht so dumm. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Okay, müssen wir das hier nur wieder richtig anschließen. So, Schwefel kommt von hier. Geht offensichtlich daran. Kupfer geht hier gar nicht mehr rüber, obwohl, ja, vielleicht brauchen wir noch irgendwann mal Kupfer. Dann geht uns der Beton aus. Wieder einmal. Zeit ist auch fast rum. Das heißt, ich zauber wieder einmal. Und da ist er wieder. So schnell kann es gehen. Wo waren wir? Genau, wir waren gerade dabei, hier alles weiter zu verketten. Was ist denn da? Genau, hier geht's weiter. Hier läuft der Hase weiter. So, ein bisschen aufs Band gucken. Kohle ist oben. Kohle ist, war zumindest eben noch, ja, ist oben. Oh, die haben die Umgebungsverdeckung, glaube ich, ein bisschen geändert. Da ist die Kohle gerade ein bisschen verschwunden. Du gehst daran und du gehst daran. Dann ist das alles auch kein Problem. Sehr schön, das haben wir auch fertig. Und was ich mir gerade unterwegs noch überlegt habe, wir werden hier noch kurz zum, wir nehmen das nochmal raus und setzen das ein klein wenig höher. Wir werden hier so ein kleines Hypertube-Hub nochmal bauen, ne, dass man hier zwischendurch einfach nochmal aussteigen kann. Wo setzen wir das hin? Ja, reicht ja hier, ne? Wände machen wir auch tatsächlich mit denen hier. Zack. Und zack. Und so. Und so. Na komm, setz es darauf. Sehr schön. Und dann noch zwei Fundamente drauf. Sieht. So. Und dann brauchen wir Hypertube-Halterung. Wandhalterung. Einmal. Das müsste passen. Und dann machen wir einmal hier einen Einlass. Einmal eine Durchführung. Hm. Oh Gott, wo ist denn da jetzt die Mitte?
Das sieht man bei denen ja richtig scheiße. Einmal hier. Einmal hier. Naja, machen wir beide da. Das sieht ja sonst mal kacke aus. Ich hoffe, das passt alles, wie ich mir das vorstelle. So, die Wand hier unten ist einfach weg, damit hier einer rein kann. Und dann kommt hier einer. Und dann nehmen wir zusammen. Und hier eine. Und dann holen wir uns einmal die Tube. Was war das denn? Achso, die führt da noch ran. Ja, scheiße. Das wäre ja was geworden. Zack. Ja, natürlich. Sehr schön, das geht. Das ist ja omnidirektional hier. Das ist ja scheißegal. Und dann sieht das komisch aus. Dann gehen wir noch eins zurück. Mit der Halterung. So. Glitscht das da durch? Ja, das glitscht da durch. Okay, überlegen wir uns nochmal was. Aber das machen wir nicht mehr heute. So, du dahin. Und dann du dahin, du dahin. Und dann können wir uns überlegen, wie wir das hier machen. So, erstmal brauchen wir hier Wände. Zack, zack. Führen wir genauso rüber eigentlich, ne? Das sollte ja nicht das Ding sein. So, hier eine Halterung ran. So. Holen wir das hier nochmal ab. Und dann passt das. Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal so einen Zwischenstopp für die Hypertubes. Was ist denn da passiert? Ach so. Ah. Kacke. Ah, nee. Hä? Ach, stimmt. Da läuft das Kupfer noch weiter. Alles klar. Gut. Ja, feini. Ja, dann können wir hier einmal aussteigen, wieder einsteigen, wenn wir weiter wollen. Und dann ist das okay. Das sieht ja scheiße aus. Seit wann ist das denn so? Moment. Wanddurchführung. Ist das anders, wenn ich da jetzt den Eingang dran setze? Das ist ja scheiße. Ich meine, sieht man nicht, wenn es zu ist, ne? Aber ist ja so trotzdem unschön. Seit wann ist das denn so? Irre hässlich. Na gut. Nehmen wir so hin. Haben wir keinen Einfluss drauf, nehmen wir hin. Das funktioniert nicht, Markus. So, wie dem auch sei. So, wir haben jetzt hier Kohle und Eisen. Und können das hier jetzt, das nehmen wir nochmal weg, abfüllen. So, dafür brauchen wir jetzt aber tatsächlich endgültig. Habe ich denn die Aufnahme gemacht? Ja, ich habe Aufnahme gemacht. Wir haben sogar noch ein bisschen Luft. Ich habe gedacht, ich bin jetzt schon echt kurz vor Kacke. Hier hin. Warum jetzt? Einmal hier hin. Und dann müsstest du hier gerade rübergehen halbwegs. Sehr schön. Du bist so und gehst dann auch gerade rüber. Naja, fast. Will ich das? Das will ich weiter drüben haben, glaube ich. So. Da müssen wir noch weiter rüber. Wenn das mal nicht irgendwie ein Kollisionsproblem gibt hier gleich. Noch ein Stückchen weiter. Okay. Das wird ja hier frickel frickel. Das ist sehr schön. So, dann haben wir das. Und dann brauchen wir einmal, kann man dazwischen durch.
Nein, müssen wir so rum machen. Fool. Moment, wenn wir mal die hier drunter bauen. Wie ich das ja sonst immer gemacht habe. Aber nicht so, sondern so. Ach, scheiße. Jetzt kriege ich den natürlich nicht mehr dahin, ne? Ne, ich hab's da grad. Ha! Da ist er. Sauber. So, und jetzt haben wir nämlich... Unten haben wir Schwefel, oben haben wir Kupfer. Okay, dann... Das bringt uns ja gar nichts, dann sind wir da. Haben wir nichts bei gewonnen. Aber... Wir können trotzdem hier... Also nicht hier, sondern... Hier... Das so machen. Und Quatsch, wir brauchen Splitter. Verdammt, Splitter. Wir brauchen den oben. So. Und dann gehen wir hier hin. Bauen hier drüben nochmal das gleiche. Wir gehen hier sauber rüber. Zack. Und dann da hoch. Tada! Ein bisschen weniger Kacke. Ja, aber muss auch ein bisschen weiter rüber. Was kann ich ein bisschen weiter rüber? Geht gar nicht. Denn da ist uns das Grid im Weg. Gucken mal. Doch, geil. Dann machen wir es so. Na, weg mit dir. Ziehen hier das andere nochmal. Von da nach da. Zack. Und nehmen den hier nochmal weg. Na. So. Gerade rüber. Wir könnten noch eigentlich einfach den guten alten Turm hier hinsetzen. So, so. Nee, scheiße. Da war das Band dabei. So, reißen das hier einmal ab. Gehen wir hier nach da und von hier nach da. So, dann müsste das passen. Ey, nicht da. Was soll das denn? Da soll es ja nicht. Tiny. Alles im Grid sogar. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Und dann mache ich, glaube ich... Ja, das mache ich. Ich setze hier nochmal einen runter. Reiß das nochmal nieder. Jetzt da noch mal einen drauf. Und ich kann hier... Oh, wie gut. Das ist richtig gut. So machen wir das. Du kommst weg. Du kommst hier hin. Und gleich sehen sie sich vor. So, die kommen alle wieder weg. Der weg. Der weg. So, und dann sitzt das da oben. Sauber drauf. Aber, naja, scheiße. Moment. So. 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 Das muss weg.
das hier komplett weg. Da, da. Ich hoffe, das passt. Das war jetzt so ein bisschen... I hope you have a little luck. Wollen wir hier noch einen runter? Nee, da brauchen wir keinen mehr runter. So. Jetzt sieht das aus wie gewollt. Als wenn der Turm hier hingehört. So, du gehst, glaube ich, noch ganz durch. Ja, das sollst du aber nicht. Du gehst nach... Na? Da. Und von da aus weiter nach da. Und du wirst gar nicht groß gesplittet. So, jetzt können wir den hier rübersetzen. Und können hier wieder den Lift dran klatschen. Und auch so. Dann haben wir alles sauber nebeneinander angeordnet. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn? Alles im Grid, die da oben werden dadurch stabilisiert. Ich könnte vielleicht sogar nochmal... Nee, scheiße. Aber davor. Spitzen runtersetzen. Ja, machen wir, ne? Einfach einen davor. Ah, haha, scheiße. Na ja, gut, dann setzen wir eines ein weiter nach hinten. Um der Optik wegen. So. Und du kommst weg. So, dann sieht das hier gar nicht so hässlich aus, wenn das verteilt wird. Und dann können wir doch tatsächlich hier doch schon unser Dach draufsetzen. Ah, Typ im Weg. Ist hier wahrscheinlich das gleiche, stimmt's? Ja. Na gut. Alles nochmal eine Etage drunter. Na, Wanddurchführung. Na, ob das passt? Ich weiß ja nicht. Nee. Nee, 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 nee. Absolut nicht. Dann setze ich doch lieber nochmal einen drauf. Hypertyp der Wanddurchführung. Und von da nach da. Und von. Na. Achso. Das noch. Sehr schön. Dann setze ich hier lieber nochmal einen Deckel drauf. Zack. Was habe ich denn hier noch für Auswahlmöglichkeiten? Hier machen wir das gleiche. Das sieht besser aus. So. Und dann kommt einfach nochmal eine Etage drauf und dann sind wir damit auch auf einer Höhe. Passt schon. Wände. Was habe ich denn? Moment. Die hatte ich da. Da machen wir hier auch Scheiben rein. Na, dreh dich, Schmiede, dreh dich. Und oben haben wir einen Diethof. Obwohl. Ja, bisschen too much, ne? Ja, ist halt so. So. Dach drauf und fertig ist die Hütte. Gut geschafft, gut gemacht. Sieht sogar halbwegs nach was aus. Sieht aus, als wäre es gewollt. Oh, da müssen wir dann noch ein bisschen korrigieren. Aber daran soll es am Ende nicht scheitern. So, letzten Wände drauf. Könnten wir vielleicht sogar noch eine Treppe hinbauen, ne? Das geht bis da. Und wir haben es auch schon mal. Wir haben es mal einmal hier hoch. Oh ja, hier bauen wir noch eine Treppe hin. Hier kommt... Da wird gerade einer angeschrien. Oh, und hier ist... Hier sind Sachen, denen man nicht begegnen möchte. Und vor allem Sachen, die man sprengen muss. Hab ich Sprengsätze dabei? Nee. Kacke. Naja, gut. Wo kam der her? Wo ist er hin? Wo bist du?
Bist du hier runtergeknallt gerade oder nicht? Wo bist du hin, mein Freund? Tja, ich würde sagen, der hat sich verlaufen. Pech gehabt, Assi. Oh, das muss noch ran. Und dann ist die wieder zu. Und ich spreche jetzt einfach erstmal von fertig. Und ich höre den immer noch. Was hat er hier in meiner Base zu suchen? Wahrscheinlich respawned nach dem Update. Naja, ist das halt so. Aber es ist doch erstmal soweit ganz in Ordnung. Gut, das Ganze läuft jetzt noch nicht. Aber wir haben sowieso keinen Strom, von daher ist es wurscht. Und ich würde erstmal an der Stelle sagen dann, ich bin... Da ist er. Ich habe Knarre dabei. Ich habe 5 Gewehrpatronen, aber kein Gewehr. So begegnet man Gefahren. Definitiv. So, komm her, du Pissnäcke. Bevor wir hier irgendwas zu Ende bringen, bringen wir erstmal dich an dein Ende. Toll. Das war wieder Glanzleis. So. Hä? Alter, hör auf wegzurennen. Haben sie die Bewegung ein bisschen verschönert? So. Hat sich das auch erledigt. Guti. Dann. Danke fürs Zugucken. Nee, noch nicht danke fürs Zugucken. Wer bis hierhin zugeguckt hat, der hat mich auch früher schon regelmäßig geguckt und dem möchte ich jetzt ein bisschen was erklären. Ich war eine ganze Weile weg und ich war eine ganze Weile weg, weil es mir nicht so gut ging und weil es vor allem meiner Frau nicht so gut ging. Die, ja, wäre leider fast von uns gegangen. Und ja, ein jeder kann sich vielleicht vorstellen, da fühlt man sich nicht so geil bei. Ne, sie ist jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Ihr geht es wieder etwas besser. Ist jetzt gerade auf Reha. Und ja, ich bin jetzt auch langsam so weit, dass ich sagen würde, okay, ich fange wieder an zu arbeiten und sowas. War auch eine ganze Weile nur zu Hause. Und ja, deswegen war eine ganze Weile Pause. Ich weiß, ich schuld euch noch einen Stream, weil eigentlich hatten wir die 70 Folgen wieder voll. Und da ist immer Remote Ragnar, aber... Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ne? Ich werde jetzt auch in Sachen Aufnahmezeiten wird sich ein bisschen was ändern. Ne? Also zumindest sobald meine Frau wieder da ist. Also nicht wundern, wenn ich in den nächsten Folgen ein bisschen weniger auf eure Kommentare eingehe. Ich muss ein bisschen mehr aufnehmen. Ein bisschen näher aneinander. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie gebacken. Spätestens immer so mit 1-2 Folgen Verzug werde ich auch darauf eingehen, was ihr mir dafür gute Ratschläge gibt. Ihr gebt mir nämlich in der Regel ganz gute Ratschläge und ich konnte dadurch schon eine Menge lernen. Ey, was denn das denn? Was denn das denn? So. Und ja. Werde jetzt aber sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weiter Bock auf die Videos habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich verspreche euch, ich werde in nächster Zeit wieder mehr von mir hören lassen. Ne, bis dahin bleibe ich, euer Ragnar Bedotson. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.